Sieht idyllisch aus, soll aber genau das Gegenteil beweisen. Mit einem Gleitschirm protestiert Greenpeace gegen die Rodung des Waldes. Deutlich zu sehen die Abbaukante. Direkt an den Forst hat sich der Tagebau bereits herangebaggert. Es ist Tag 5 der Räumung. Noch rund die Hälfte der 50 bis 60 Baumhäuser sind bewohnt. Rund 20 sind bereits abgerissen. Die Aktivisten widersetzen sich weiter, unter anderem mit Sitzblockaden. Für die Polizei verläuft der Einsatz zurzeit nach Plan. Wenn man davon ausgeht, dass wir jetzt hier die Baumhäuser unter Protest leer machen, muss man ganz klar sagen, bislang hat sich das alles in einem sehr friedlichen Rahmen abgespielt. Am Wochenende hatte sich die Lage zugespitzt, als Demonstranten die Absperrungen durchbrechen konnten. Lebensgefährlich wurde es für zwei Aktivisten in diesen unterirdischen Schächten. Zu tief, zu hohe Kohlendioxidkonzentration. Die beiden gaben auf und wurden ärztlich versorgt. Auch vor dem Wald sammeln sich wieder Demonstranten. Umweltschützer fordern Wald statt Kohle. Sie verlangen erst grundsätzlich zu klären, wie es mit der Kohleenergie weitergehen soll. Wir fordern ja, dass die Räumung und die Rodung des Hambacher Waldes so lange ausgesetzt wird, bis eine Einigung in der Kohlekommission zum Ausstieg aus der Verbrennung von Kohle und dem sozialgerechten Einstieg in neue Technologien beschlossen ist. Angeblich liegt bereits ein Konzept zum Ausstieg aus der Braunkohle bis 2035 vor. Energieriese RWE hält trotzdem an seinen Rodungsplänen fest. Erst einmal wird weiter geräumt und so lange werden wohl auch die Proteste andauern.